So, meine Damen und Herren, ich darf jetzt aufrufen den Tagesordnungspunkt 15. Wir fahren fort in der Haushaltsdebatte. Es ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021. Die Gesamtredezeit für die heutigen Einzelpläne beträgt 80 Minuten je Fraktion. Die Fraktionen haben für die Einzelpläne 01 und 03 bis 15 eine Redezeit angemeldet. Die liegt hier vor. Die Gesamtredezeitliste liegt mir vor. Entsprechend darf ich Sie darauf aufmerksam machen und meine Kolleginnen und Kollegen Vizepräsidenten, wenn Sie die Redezeit erreicht haben, es ist immer unerfreulich für den wunderschönen und für unser Land so wichtigen Einzelplan 15, wenn am Ende keine Redezeit mehr übrig ist, denn das ist eigentlich der wichtigste Einzelplan. Aber ich will mir da jetzt jeden Kommentar ersparen. Jedem fraktionslosen Abgeordneten stehen insgesamt 4 Minuten Redezeit für alle Einzelpläne zu. Im Ältestenrat haben wir vereinbart, dass Kurzinterventionen auf die Redezeit angerechnet werden. Wir haben eine Rednerreihenfolge vereinbart, die will ich Ihnen gerade noch bekannt geben. Wird das Ministerium wie beim Einzelplan 03 von der CDU geführt, dann beginnt die SPD, dann kommt Bündnis 90 die Grünen, dann die AfD, dann die CDU, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann die fraktionslosen Abgeordneten, dann die Landesregierung. Und wird das Ministerium von einem grünen Minister geführt, dann beginnt die SPD, dann kommt die CDU, dann die AfD, dann die Grünen, dann die Freien Demokraten, dann DIE LINKE, dann der fraktionslose Abgeordnete und die Landesregierung. Und ich darf jetzt aufrufen, den Einzelplan, ja, das ist ja eigentlich der wichtigste Einzelplan, Einzelplan 01, Hessischer Landtag. Hierzu hat keine Fraktion eine Redezeit angemeldet. Und insoweit darf ich aufrufen, den Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport. Und ich darf dem ersten Redner, dem Kollegen Günter Rudolph für die Fraktion der Sozialdemokraten, das Wort erteilen. Ach, das darf ich noch informationshalber vielleicht mitteilen. Einzelplan 03. Die CDU hat 9 Minuten angemeldet, Bündnis 90 die Grünen 10, die SPD 10, die AfD 10, die Freien Demokraten 7,5 und DIE LINKE hat die 9 Minuten gesplittet, nämlich in 5 und 4 Minuten. Herr Kollege Rudolph, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Rechtsterrorismus und Rassismus müssen konsequent bekämpft werden. Das gilt auch gerade in unserem Bundesland Hessen, wo wir uns in diesem Jahr mit dieser Thematik, mit dieser Problematik mehr als einmal auseinandersetzen mussten. Ich will daran erinnern, Drohbriefe und Drohmails gegen Frau Başaryıldız seit über 2¼ Jahren, gegen unsere Kollegin Şanvin Wissler und andere beschäftigen das Bundesland, beschäftigen uns im Parlament. Wir haben Chatgruppen, wo Polizisten unterwegs sind. Wir haben Datenabfragen, illegale Datenabfragen aus mindestens 3 hessischen Polizeirevieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das alles sind Vorkommnisse, die in gar keiner Weise akzeptabel sind. Und, Herr Innenminister, wir erwarten endlich Aufklärungserfolge zu diesen skandalösen Vorgängen. Herr Bauer, was wollten Sie mir gerade zurufen? Nein, aber nach 2¼ Jahren ist es nicht zu viel verlangt, nicht nur darauf zu verweisen, wir haben einen Sonderermittler eingesetzt, der aus eigenen hessischen Polizeibehörden kommt. Wir haben eine Expertenkommission eingesetzt, wo übrigens Vertreter von Grünen und CDU nahestehende Personen drin sind, aber keine Vertreter der Opposition. Da kann man schon erwarten, wenn man das Problem erkannt hat, und offensichtlich ist es ja eines, dann braucht man übrigens auch keine Scharmützel mit dem LKA und dem Landespolizeipräsidenten. Und man muss auch nicht die gesamte hessische Polizei damit diskreditieren, sondern wir wollen, dass der rechte Sumpf trockengelegt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss die politische Botschaft sein. Und wir müssen uns als Staat auch wehrhaft zeigen. Das, was wir erleben, teilweise von Extremisten, insbesondere aus dem rechten Bereich bei den sogenannten Querdenkern, muss uns Sorgen machen. Und ich begrüße es ausdrücklich, wenn der baden-württembergische Verfassungsschutz die Querdenker beobachten will. Ein solches Signal hätte auch Hessen gut angestanden, meine sehr verehrten Damen und Herren, endlich konsequent gegen diese Rechtsverdreher und Extremisten vorzugehen. Und deswegen, Herr Innenminister, auch das Interview in der FR vom 3.12., wo
Kollegin Wissler und andere noch einmal zu den Vorkommnissen befragt werden, macht uns auch schon betroffen. Es sind noch viele offene Fragen, die wir an Sie zu richten haben, auch der Umgang und der Art und Weise, wie man mit Betroffenen umgeht und wie man mit Vorkommnissen umgeht. Wir haben das ja im Sommer hier erlebt, wenn angeblich wegen Corona monatelang Polizeibeamte nicht vernommen werden können, Handys und Tablets nicht sichergestellt werden, dann ist das ein Skandal und keine ordentliche Aufklärungsarbeit, um das mal an dieser Stelle sehr deutlich zu sagen. Und wir erwarten auch, dass der Verfassungsschutz hier in diesen Bereichen entsprechend tätig wird. Und ich will auch sagen, wir werden zu den Haushaltsberatungen wieder einen Antrag als SPD-Fraktion einbringen, wo wir Personal und Sachmittel bereitstellen wollen für die Errichtung einer Geschäftsstelle Verfassungsschutz hier im Hessischen Landtag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann nicht sein, dass drei Abgeordnete der Opposition, Kollege Müller, Kollegin Faeser und ich, Hunderte von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes kontrollieren sollen, ohne jegliche Zuarbeit. Das ist ein Unding, das gehört dringend geändert werden. Der Verfassungsschutz muss von der Parlamentarischen Kontrollkommission so kontrolliert werden, dass es auch möglich ist. Zurzeit ist es jedenfalls nicht in dieser Art und Weise möglich. Und deswegen sind wir mal sehr gespannt, ob Sie sich trauen, diesen Antrag erneut abzulehnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir werden auch in der Fraktion beraten, und wir sind nach wie vor der Auffassung, wir haben es im letzten Jahr diskutiert, eine Landesstiftung einzurichten, wo es darum geht, Gelder bereitzustellen, wie können wir den Gefahren für die Demokratie entgegenstehen. Hanau und solche Ereignisse hatten wir ja im letzten Jahr zu beklagen. Die Frage ist, ob man das im Bereich des Innenministers ansiedelt oder eine andere Idee möglicherweise beim Landtag. Weil das hätte, glaube ich, auch den Vorteil, dass wir als Landtag ein Signal aussenden. Ja, wir wollen gegen die Feinde der Demokratie vorgehen. Wir wollen ein dauerhaftes Signal senden. Auch das würde dem Hessischen Landtag gut zu Gesicht stehen und nicht nur in Sonntagsreden, sondern als dauerhafte Aufgabe, unsere Demokratie zu schützen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will zu einem zweiten Schwerpunkt kommen. Und ich will ausdrücklich als SPD-Fraktion im Namen der SPD-Fraktion allen hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten, übrigens diejenigen, die nicht mit den Zielen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der Verfassung des Landes Hessen und dem Grundgesetz konform gehen, die haben im Staatsdienst auch nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Das will ich an der Stelle sehr deutlich sagen. Umso mehr gilt unser Dank denjenigen Polizeibeamten und Beamten, die gewissenhaft ihren Dienst versehen. Ich habe zwar gestern nicht ganz Ihren Auftritt verstanden, inhaltlich teile ich den ausdrücklich, Herr Innenminister, und die SPD-Fraktion hat auch dazu geklatscht. Das haben die meisten Grünen an der Stelle eher nicht, Herr Innenminister. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an die Polizeibeamten und Beamten für Ihren Einsatz, nicht nur rund um die A49, sondern 365 Tage, 24 Stunden. Ein herzliches Dankeschön für den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen. Und wenn der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Grün, vor wenigen Tagen sagt, hohe Krankheitsstände, volle Überstundenkonten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist fast nicht mehr herzustellen, wir können über Monate kein freies Wochenende mal einplanen, dann zeigt es, meine Damen und Herren, und so sagt es auch eine Umfrage, die Sie Anfang des Jahres sogar in Auftrag gegeben haben, die Personalausstattung, die nicht ausreichende, ist das größte Problem und die größte Unzufriedenheit bei der hessischen Polizei. Und das haben Sie zu verantworten, weil in den letzten Jahren zu wenig Polizeibeamtinnen und Beamte ausgebildet wurden. Das ist Ihr Versäumnis, Herr Innenminister, und das Ihrer Regierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir hätten uns auch gestern mal gewünscht, Kollegin Faeser hat es ja angesprochen, zu dem Thema A49 hat der Ministerpräsident beharrlich geschwiegen. Angriff auf Polizeibeamten. Und wenn die Zahlen der HR-Umfrage vom heutigen Morgen stimmen, und das ist auch unser Eindruck aus den Gesprächen, Erfahrungen der letzten Wochen und Monate, wird der Polizeieinsatz als angemessen angesehen. Auch die Mittel, ja, ich weiß nicht, Herr Frömmrich, was Sie dazwischen gepruppelt haben, aber selbst die Anhänger der Grünen, wie die Widersprüchlichkeit, dass die Grünen etwas anderes versprechen vor der Wahl, als was sie nach der Wahl machen, ist eine andere Geschichte. Aber vielleicht kann man das empirisch nicht aufarbeiten. Aber deswegen sage ich es mal an der Stelle. Jedenfalls wird das als angemessen gesehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das zeigt, es war richtig. Rechtsstaatlich getroffene Entscheidungen müssen auch rechtsstaatlich umgesetzt werden. Und das muss auch akzeptiert werden. Tun nicht alle, wir als SPD-Fraktion tun es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann müsste ich ja den ganzen Tag schlechte Laune haben, wenn ich Sie sehe, Frau Frömmrich. Habe ich aber nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen
Sie werden dann wieder nachher sagen, wir bilden ja unheimlich viel aus. Erstens haben Sie in den letzten Jahren zu wenig ausgebildet. Zweitens haben wir ein Problem, dass mittlerweile fast 20% der Polizeianwärter, die anfangen zu studieren, ihr Studium nicht beenden. Das ist eine extreme Größe. Drittens ist die Qualität derjenigen, die am Schluss dabei rauskommen, auch eine, über die man reden muss. Und deswegen, Wertschätzung heißt aber auch, und deswegen wird es auch von der SPD-Fraktion erneut einen Antrag geben, die Stellenzulage endlich wieder ruhegehaltsfähig zu machen. Das betrifft Polizeibeamtinnen und Beamte, Justizbeamte und Feuerwehrleute. Das ist ein kleines Symbol. Es kostet 6 Millionen € etwa. Das kann man machen, wenn man Wertschätzung nicht nur sonntags predigt. Wir wollen, dass es montags umgesetzt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sind auch mal gespannt, was Sie zu den Forderungen der GdP jetzt auch sagen, zu Sonderurlaub oder Prämien. Auch wir haben das schon thematisiert. Die FDP hat es freundlicherweise in ihrem Setzpunkt morgen auch schon mit aufgenommen. Weil wir sind da mal sehr gespannt, ob man tatsächlich einem solchen, wie wir finden, berechtigten Ansinnen ernst nimmt. Ich will einen dritten Punkt erwähnen. Auch das ist durchaus noch in der Diskussion in Städten und Gemeinden, nämlich Straßenausbaubeiträge. Es wird ja im Bereich des Innenministers zu verantworten sein. Auch das ist noch nicht gelöst vor Ort. Es gibt nach wie vor Diskussionen, nach wie vor haben Menschen Ängste, dass sie 10.000 € zahlen müssen. Wir sind erneut der Auffassung, Straßenausbaubeiträge sind sozial ungerecht, sie gehören abgeschafft. Und als Kompensation soll das Land eine entsprechende Investitionspauschale an die Städte und Gemeinden zahlen, damit diese Ungerechtigkeit abgeschafft wird und damit vor allem der Ärger nicht vom Land auf die Kommunen vor Ort delegiert wird. Das ist ja sowieso Ihre Taktik bei Schwarz-Grün, unangenehme Entscheidungen vor Ort abzudriften, damit das vor Ort ausgebadet werden müssen. Und deswegen Straßenausbaubeiträge gehören abgeschafft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da ich muss mich an die Redezeit, die ich selber festgelegt habe, auch halten. Das will ich gerne tun. Herr Innenminister, in Ihrem Hause gibt es einiges zu tun. Wir brauchen keine Kämpfe innerhalb der Polizei, die Sie angefochten haben. Wir brauchen ein klares, entschlossenes Handeln des Landes. Wir brauchen aber auch klare Botschaften. Und was wir vor allem von Ihnen auch einfordern, eine andere Art der Kommunikationspolitik. Es ist unerträglich, wenn wir immer im Nachhinein viele Sachen erfahren. Informationspflicht gegenüber dem Parlament ist normalerweise eine Selbstverständlichkeit, ist bei Schwarz-Grün eher unterausgeprägt. Wir werden jedenfalls dafür sorgen, dass der Rechtsterrorismus, der Rechtsextremismus in diesem Land da keine Chance hat. Dafür müssen alle Demokraten eintreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Auf die Sekunde 10 Minuten. Ich darf aufrufen als nächste Rednerin die Abgeordnete Eva Goldbach für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Auch die Grünen haben 10 Minuten festgelegt. Bitte, Frau Kollegin. Danke schön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir müssen mal eine Frage stellen: Warum geben wir eigentlich immer mehr Geld für Sicherheitsbehörden aus? Die Produktabgeltung für das Innenressort steigt in 2021 gegenüber 2020 um rund 47 Millionen Euro auf 2,28 Milliarden Euro. Und das ist, ich glaube, da sind wir uns einig, eine gewaltige Summe. Davon ist der größte Posten mit etwa 80% der Polizeihaushalt. Und der wiederum hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt, obwohl wir bei der Kriminalitätsbelastung, und das ist eine objektive belastbare Zahl, eines der sichersten Bundesländer in ganz Deutschland sind. Nun, wir haben andere Entwicklungen in Deutschland, die das notwendig machen. In fast allen extremistischen Phänomenbereichen ist die Gewaltbereitschaft laut Bundesverfassungsschutzbericht gestiegen. Und diese zunehmende Gewaltbereitschaft gefährdet das Zusammenleben unserer Gesellschaft. Die größte Bedrohung geht nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes ganz klar von Rechtsextremisten, Rassisten und Antisemiten aus. Aber auch im linken Spektrum steigt weiter die Zahl der Straftaten. Was wir auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen, ist, dass es nach wie vor hunderte islamistische Gefährderinnen und Gefährder in Deutschland gibt, die permanent eine Gefahr sind, weil sie terroristische Akte begehen könnten. Und wir sehen, dass Autokraten die Freiheitsrechte in demokratischen Staaten massiv einschränken.
auch hier in Europa und in unserer Nachbarschaft in Europa. Und Sie haben das Ziel, die westliche Wertegemeinschaft und die Idee der Demokratie an sich zu schwächen. Dann haben wir die Corona-Pandemie. Und diese Krankheit ist nicht nur eine Gefahr für unsere Gesundheit, sondern auch für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Denn dieses Virus trifft uns ausgerechnet in einer Zeit, in der die extremen Ränder der Gesellschaft wachsen und starke Fliehkräfte den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährden. Das Virus wächst Ängste, existenzielle Ängste bei den Menschen. Und dann gehen sie auf die Straße. Sie machen ihrer Empörung Luft, lassen manchmal ihren ungefilterten Zorn auf alles und jeden freien Lauf. Andere sehen demokratische Werte in Gefahr oder verlangen besseren Klimaschutz, ja? Einen schonenderen Umgang mit unseren Ressourcen. Und manchmal gehen Verschwörungsideologen und Klimaaktivisten, Querdenker und Esoteriker alle gemeinsam auf die Straße. Es ist eben ein diffuses Bild, was wir im Moment da sehen, und das ist eine bisher nicht gekannte Mischung. Und das macht sie gerade so gefährlich. Und in dieser Zeit brauchen wir Politikerinnen und Politiker gute Nerven. Wir brauchen jetzt Geduld, und wir brauchen die Fähigkeit, Vertrauen zu gewinnen und Sicherheit zu vermitteln. Dazu gehört einmal der freie Austausch hier im Parlament und eine gewissenhafte Suche nach Lösungen und den Mut, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn wir sie für das Allgemeinwohl für richtig halten. Wir brauchen aber auch eine effektive und an den Prinzipien der Verlässlichkeit und Verhältnismäßigkeit orientierte Exekutive. Und dazu gehört eben nicht zuletzt eine gut ausgestattete und gut ausgebildete Polizei. Denn es ist die Polizei, die die Versammlungsfreiheit schützt. Es ist die Polizei, die jüdische Einrichtungen schützt. Es ist die Polizei, die Asylbewerberheime schützt. Und es ist die Polizei, die wir rufen, wenn wir Opfer von Angriffen, Gewalttaten oder Einbrüchen werden. Und deshalb ist es absolut richtig, dass der Polizeihaushalt in 20 Jahren sich mehr als verdoppelt hat und wir mehr Polizistinnen und Polizisten in Hessen haben und ausbilden als jemals zuvor. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wer, wenn nicht wir Hessen, sollte die zunehmende Gefahr durch Rechtsextremisten und Rechtsterroristen als dringendste Aufgabe und Herausforderung in der Sicherheitspolitik unseres Landes sehen? Wer, wenn nicht wir Hessen, weiß, wie sehr rechtsterroristische Anschläge mit Todesopfern eine Gesellschaft erschüttern? Das Erstarken der rechten Ideologien mit ihren frauenfeindlichen, diskriminierenden, rassistischen, völkischen und nationalistischen Parolen ist kein Phänomen einer klar abzugrenzenden kriminellen Vereinigung. Der Rechtsextremismus ist leider ein Phänomen in der Mitte der Gesellschaft. In Chemnitz marschierten im September 2018 Rechtsextremisten, gewaltbereite Hooligans und vermutlich auch der des Mordes an Walter Lübcke angeklagte Stefan E. gemeinsam mit der AfD, angeführt von Björn Höcke, dem Mann, der 2020 in Thüringen zum Königsmacher wurde. Die radikale Rechte und deren parlamentarische Arm will die Demokratie, sie will die Menschenrechte abschaffen. Die radikale Rechte macht Jagd auf Minderheiten und geht gegen den Staat vor. Der entschlossene Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus ist unsere vordringlichste Aufgabe. Was macht der Verfassungsschutz? Der Verfassungsschutz muss in der Lage sein, durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und durch eine moderne und gute Technik und Software die verfassungsfeindlichen Bestrebungen in Hessen zu beobachten. Und genau dafür sorgen wir mit diesem Haushalt. Neben der technischen Ausstattung braucht auch der Verfassungsschutz natürlich gute Leute, immer neue Qualifikationen. Und es hat uns sehr gefreut, dass bei der kursorischen Lesung Präsident Schäfer berichten konnte, dass die Stellen, die neu geschaffenen, in den letzten Jahren neu geschaffenen, entweder schon besetzt sind oder die Stellenbesetzungsverfahren alle demnächst abgeschlossen werden, also Menschen eingestellt werden. Das ist erfreulich, und genau das brauchen wir, qualifizierte Leute.
Und schon in 2008 hat das Land Hessen im Verfassungsschutz das Kompetenzzentrum Rechtsextremismus COREX gegründet. Die leisten ungeheuer wichtige Arbeit bei der Aufklärung der Bevölkerung und vor allem bei der Aufbereitung von Fachwissen über Rechtsterrorismus und Extremismus und geben das an die Bevölkerung weiter. Kommen wir zur Polizei. Was macht die Polizei gegen Rechtsterrorismus und Extremismus? Die Aufbauorganisation BAO Hessen-R geht entschieden gegen die rechte Szene vor. Sie besteht aus 140 Ermittlerinnen und Ermittlern, und in jedem der 7 hessischen Polizeipräsidien ist ein eigener Regionalabschnitt, sodass sie in der ganzen Fläche tätig wird. Sie prüft das gesamte rechte Personenpotenzial, hat es immer im Blick, klärt Szenetreffen auf und überwacht sie. Und sie stört die rechte Szene zum Beispiel durch Anklopfaktionen. Es wurden insgesamt bereits mehr als 220 polizeiliche Einsatzmaßnahmen gegen die rechte Szene in Hessen unter Federführung der BAO Hessen-R seit ihrer Gründung durchgeführt. Über 110 Durchsuchungen, 2200 Sicherstellungen sowie mehr als 1200 Kontrollmaßnahmen. Rund 30 Szeneveranstaltungen wurden durch die Regionalabschnitte der BAO Hessen-R begleitet. Und zudem wurden insgesamt 106 Haftbefehle gegen 96 Personen des rechten Spektrums vollstreckt. Und wir werden weiter dafür sorgen, dass diese besondere Aufbauorganisation gut ausgestattet ist, meine Damen und Herren. Im Bereich Demokratieförderung und Prävention machen wir in diesem Landeshaushalt auch so viel wie nie zuvor. Warum ist das wichtig? Es ist richtig, dass Verfassungsschutz beobachtet und die Polizei gegen die Rechten hart durchgreift. Aber gleichzeitig, es wird kein Mensch als Rechtsextremist geboren. Deswegen müssen wir ungeheuer viel tun im Bereich Bildung, Demokratieförderung und Prävention und stellen deswegen so viel Geld wie noch nie zur Verfügung für diesen gesamten Bereich, 8,6 Millionen €. Zum Vergleich, in 2015 lagen die Mittel noch bei 1,3 Millionen €. Aber es ist wichtig, denn wir müssen, wie gesagt, Schülerinnen und Schüler bilden. Wir müssen sie wachsam machen, damit sie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Nationalismus erkennen und sich dagegen wehren. Und ein wichtiger Punkt ist im Übrigen auch das Ausstiegsprogramm. Denn diejenigen, die von diesen Ideologien ablassen, die müssen wir betreuen und ihnen ermöglichen, in die Gesellschaft und zu demokratischen Werten zurückzukehren. Auch die Sportförderung dient dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich bin keine Fachfrau für Fußball, aber es gab einen Punkt, an dem ich begeistert war für Fußball, und zwar für die Fußballvereine in unseren Kommunen, nämlich 2015 und 2016, als so viele Menschen zu uns kamen und hier Schutz, Sicherheit und eine neue Heimat gesucht und gefunden haben. Da haben diese Fußballvereine vor Ort, ich habe das bei uns auch erlebt, unglaublich gute Arbeit gemacht. Die integrative Kraft dieser Vereine vor Ort ist so wichtig für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Frau Kollegin, Ihre 10 Minuten sind um. Dankeschön. Und deswegen werden wir die Sportvereine kraftvoll unterstützen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bekämpfung von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch. Ich begrüße es ausdrücklich, dass das Land Hessen hier 4 Millionen € zusätzlich im Landeshaushalt 2021 zur Verfügung stellt. Das ist das schlimmste Kriminalitätsfeld, und auch hier müssen wir entschlossen mit allem, was uns zur Verfügung steht, dagegen vorgehen. Insgesamt macht dieser Landeshaushalt das Land Hessen wieder ein Stück sicherer. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Nächster Redner ist der Abg. Herrmann für die Fraktion der AfD. Die AfD hat ebenfalls 10 Minuten angemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Sie werden sich sicher noch an die Haushaltsdebatte für das Jahr 2020 im Januar dieses Jahres erinnern. Das damalige ablehnende Regierungshandeln von CDU und Grünen machen es erforderlich, dass wir erneut auf 2 wesentliche AfD-Forderungen in einem der grundlegendsten Bereiche des Inneren, dem Bereich innere Sicherheit, hinweisen.
Es geht um die Besoldung der Polizei und die Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern. Da bisher alle unsere sinnvollen Vorschläge und berechtigten Forderungen von den Regierungsparteien regelmäßig abgelehnt wurden, ist es gut, dass wir heute darüber noch einmal öffentlich sprechen können. Die Bevölkerung muss erfahren, dass diese schwarz-grüne Regierung zwar gern von innerer Sicherheit redet und sich mit Eigenlob überschüttet, aber für die Gewährleistung dieser inneren Sicherheit mitnichten alles Mögliche und Erforderliche unternimmt. Allerdings, CDU und Grüne beweisen regelmäßig, dass sie mithilfe der Mainstream-Medien mit Lippenbekenntnissen zur Beruhigung der Bürger, Jubelbotschaften und Nebelkerzen für das Volk zu Höchstleistungen auf dem Gebiet des Regierungsjournalismus – andere sprechen davon Regierungspropaganda – fähig sind, aber ihr Regierungshandeln vergleichsweise deutlich dahinter zurückbleibt. Beweise und Beispiele gibt es genug, die belegen, dass unsere Forderungen nicht nur sinnvoll, sondern dringend notwendig sind. Bedenken Sie dabei auch, dass die innere Sicherheit Fundament und Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Staatswesen ist. Dafür muss der Staat Sorge tragen. Dafür braucht es Sicherheitsbehörden, die diese Sicherheit gewährleisten und die Stärke besitzen, Angriffe auf die Gemeinschaft oder den Einzelnen abzuwehren. Jede Regierung sollte es ein besonderes Anliegen sein, dem Bereich innere Sicherheit eine hohe Aufmerksamkeit zu widmen. Verbunden mit einem großen Interesse, entsprechend qualifizierte Menschen für diese wichtige, ja staatstragende Aufgabe zu gewinnen, aber auch im Dienst zu halten. In Anbetracht der wachsenden Belastungen, und das nicht nur wegen Demonstrationseinsätzen wie im Dannenröder Forst oder spontanen Ausschreitungen in unseren Innenstädten wie in Frankfurt, sondern auch wegen der deutlich erkennbar steigenden Mehrbelastungen durch weitere Zuwanderungen, ob rechtmäßig oder illegal, was für die Regierung offensichtlich keinen Unterschied macht, stellt alle Polizeibedienstete vor neue und anspruchsvolle Herausforderungen. Dazu kommt noch die sich erkennbar ausbreitende Clankriminalität, verschiedene Formen des Extremismus und Terrorismus, die Internationalisierung von Verbrechen und steigende Internetkriminalität. In diesem Umfeld muss es Aufgabe der Regierung sein, die Leistungsbereitschaft und Motivation bei der Polizei zu erhalten und die erkennbar zunehmenden Arbeitsbelastungen so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Wir müssen aber feststellen, dass über Jahre hinweg im Bereich innere Sicherheit gespart wurde. Die derzeitigen materiellen und personellen Aufstockungen bei der Polizei reichen nicht aus, um den vielfältigen Aufgaben und zunehmenden Herausforderungen, die unseren Sicherheitskräften zu bewältigen haben, angemessen zu begegnen. Kommen wir zu den Beispielen, die belegen, dass die AfD-Forderungen mehr als berechtigt sind. Beginnen wir mit der Polizei. Da sind die Millionen von geleisteten Überstunden im Jahr. Sie sind fortlaufend ein Beleg für die enorme Belastung unserer Polizeibeamten. Über die Auswirkungen derartiger Arbeitsverdichtung besteht kein Zweifel. Stress führt zu Leistungseinbußen. Wer den Stress nicht abbauen kann, erkrankt unter Umständen ernsthaft. Dafür ist auch die erhöhte Zahl der krankheitsbedingten durchschnittlichen Fehltage bei der hessischen Polizei durchaus ein Beleg. 2019 sind diese Fehlzahlen zwar leicht gesunken, betragen aber immer noch hohe 26,78 durchschnittliche Fehltage pro Person. Das Risiko, durch den Polizeiberuf während des Dienstes gefährlichen Situationen ausgesetzt zu sein und sich Verletzungen zuzuziehen, ist im Vergleich zu den meisten anderen Berufsgruppen deutlich erhöht. Verschärfend kommt noch die Überstundenbelastung dazu. Ebenfalls zu nennen sind an dieser Stelle vor allem die finanziellen Einsparungen der Landesregierung für Hessens Beamte aufgrund der sogenannten Nullrunde im Jahr 2015 und die lediglich einprozentige Anpassung der Beamtenbezüge im Jahr 2016. Praktisch wurde den Beamten im Jahr 2015 mit der Beihilfekürzung sogar eine Gehaltskürzung zugemutet. Der Deutsche Beamtenbund spricht in diesem Zusammenhang von einer realen Minusrunde und rechnet vor, dass diese Maßnahmen der Jahre 2015 und 2016 den hessischen Haushalt bis Ende 2021 um rund 2 Milliarden Euro entlasten wird. Das entspricht einer jährlichen Einsparung von rund 275 Millionen Euro seit 2015. Vor diesem Hintergrund sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, den anspruchsvollen Polizeiberuf durch eine bessere Besoldung aufzuwerten und attraktiver zu machen. Leider teilen die Regierungsparteien CDU und Grüne, aber auch SPD, FDP und LINKE bisher diese Sichtweise von uns nicht.
Sie lehnten schon im Januar diesen Jahres unseren Vorschlag, in einem ersten Schritt alle mit Polizei besetzten Stellen der Besoldungsgruppe A9 und A10, um eine Besoldungsgruppe anzuheben, ab. Diese AfD-Forderung halten wir aufrecht, denn es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich als Verwaltungsbeamter oder als Einsatzbeamter meinen Dienst versehe und dabei A9 oder A10 besoldet werde. Nach unseren Berechnungen muss dazu im Haushalt 2021 ein maximaler Betrag von 54 Millionen Euro eingestellt werden. Keine unerfüllbare Forderung angesichts der seit 2015 bereits jährlich eingesparten 275 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang sind in einem zweiten Schritt auch die Erhöhung der Polizeizulage und deren Berücksichtigung als Teil der Versorgungsbezüge notwendig. Das sind wir den Menschen, die jahrzehntelang mit Leib und Leben der Sicherheit unseres Landes gedient haben, schuldig. Absehbar muss für die Polizei eine eigene Besoldungstabelle für eine angemessene Besoldung eingeführt werden. Kommen wir zu den Abschiebungen. In diesem Bereich besteht ein dringend zu lösendes Problem, für das wir im Gegensatz zu den Regierungsparteien sofort noch mehr finanzielle Mittel bereitstellen müssten. Mittel für die Schaffung weiterer Abschiebehaftplätze, die in Anbetracht der hohen Anzahl von ausreiseunwilligen Ausländern dringend notwendig sind. Auch hier handelt die Regierung nur halbherzig und bleibt deutlich hinter dem Erforderlichen zurück. 2018 standen in Hessen lediglich 20 Abschiebehaftplätze zur Verfügung. Wir hatten deshalb auch hier einen Änderungsantrag zum Haushalt 2020 eingereicht, der für dieses Jahr zu den von der Regierung geplanten 60 Abschiebehaftplätze weitere 120 vorsah. Auch diese Forderung der AfD wurde entgegen der Faktenlage abgelehnt. Nehmen Sie zur Kenntnis. Laut dem Migrationsbericht der Bundesregierung 2019 hielten sich insgesamt 249.922 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland auf. Die Gesamtzahl der Abschiebungen aus Deutschland belief sich dagegen im Jahr 2019 auf lediglich 22.097. Mit Stand 31. Dezember 2019 lebten nach dem Ausländerzentralregister insgesamt 12.956 ausreisepflichtige Personen in Hessen. Sechs Monate später, Stand 30.06.20, waren schon 14.631 Personen ausreisepflichtig. 11.171 davon haben eine Duldung, 3.460 sind ohne Duldung. Ausländer ohne Duldung sind vollziehbar ausreisepflichtig. Sie müssten die Bundesrepublik sofort verlassen. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Die Rückführung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen scheitert häufig. Einer der Hauptgründe, die Personen sind für die Behörden nicht greifbar, da sie kurz vor der Abschiebung untertauchen. Um das zu verhindern, bedarf es der Abschiebehaftplätze. Nach Ansicht vieler Experten reichen die bundesweit vorhandenen 578 Abschiebehaftplätze jedoch bei Weitem nicht aus. Diese Auffassung teilen wir von der AfD und fordern erneut in einem ersten Schritt den Bau von 120 zusätzlichen Abschiebehaftplätzen. Die Kalkulation der Landesregierung zugrunde gelegt, würde die Einrichtung dieser 120 Plätze rund 49 Millionen Euro kosten. Eine Investition, die sinnvoll und notwendig ist, wie die Zahlen beweisen. Es muss ein Ende haben, dass fehlende Plätze eine konsequente Festsetzung von abschiebeunwilligen Ausländern verhindert. Wir haben noch eine weitere Forderung, die der Unterstützung des Katastrophenschutzes dient. Corona hat gezeigt, dass Schutzausstattungen durch die Landesregierung in nicht ausreichendem Maße vorgehalten wurden, sodass diese notwendigen Beschaffungen kurzfristig und dadurch teilweise teuer eingekauft werden mussten. Um dies zukünftig zu vermeiden, erachten wir es für notwendig, einen vierwöchigen Vorrat an Schutzausstattungen anzulegen. Den Investitionsbedarf dafür sehen wir in Höhe von 52,5 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, wenn wir die von uns hier geforderten Maßnahmen, Anhebung der Besoldungsgruppen bei der Polizei, Einrichtung von 120 Abschiebehaftplätzen, Vorratsbeschaffung von Schutzausstattungen zusammenfassen, kommen wir auf ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 156 Millionen Euro. Ein Betrag, der es uns wert sein sollte, zu investieren, denn er dient doch der Sicherheit unserer Bürger. Danke. Danke, Herrmann. Nächster Redner ist der Abgeordnete Alexander Bauer für die Fraktion der CDU. Und die CDU hat ebenfalls
9 Minuten eingetragen. Bitte schön, Herr Kollege Bauer. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum 10. Mal darf ich über den Einzelplan 03 zu Ihnen sprechen, und ich darf feststellen, dass von Jahr zu Jahr die Zahlen, Daten und Fakten, die ich berichten darf, besser werden. Nie war Hessen sicherer, nie gab es mehr Polizei, nie weniger Kriminalität. Und das ist auch Ausdruck der Haushaltsplanung der letzten 10 Jahre dieses Hauses. Und ich freue mich, dass wir das auch für 2021 hier feststellen können, ungeachtet dessen, dass das Schlechtreden der Opposition immer munterer wird. Denn es ist, denke ich, durchaus deutlich geworden, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir angesichts der Herausforderungen, vor denen auch die hessische Polizei steht, die wir nicht kleinreden, aber doch deutlich machen können, dass wir in den letzten 10 Jahren das Volumen der Investitionen in die Sicherheit massivst gesteigert haben. Wir haben den Polizeihaushalt, das wurde schon erwähnt, mehr als verdoppelt in den vergangenen Jahren, 1,85 Milliarden Euro, ein neuer Höchststand. Nie gab es mehr Geld für die innere Sicherheit in Hessen als in diesen und in den kommenden Jahren. Meine Damen und Herren, wir stellen das Geld zur Verfügung für mehr Polizei, für bessere Ausstattung und für intensivere Prävention. Denn die Arbeit der Polizei ist ein maßgeblicher Einflussfaktor für die Lebensqualität der Menschen in unserem Land. Wir sorgen dafür, dass die Menschen auch weiterhin gut und sicher leben können. Wir Christdemokraten sind stolz auf die gute Arbeit, die unsere Sicherheitsbehörden und die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Hessen täglich leisten. Und dafür danken wir an dieser Stelle auch regelmäßig ganz herzlich. Die CDU ist und bleibt die Partei der inneren Sicherheit, denn wir haben in den letzten Jahren unsere Sicherheitsbehörden kontinuierlich personell aufgestockt, mit moderner Technik, Bewaffnung und Schutzausrüstung ausgestattet. Und wir sorgen auch dafür mit den passenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine nachhaltig erfolgreiche Polizeiarbeit. Und das lässt sich auch bemessen, meine Damen und Herren. Das lässt sich nicht nur in Sonntagsreden verkünden, sondern man kann auch das Ganze abmessen und vergleichen mit anderen Bundesländern. Und da ist die Bilanz in Hessen, ich habe es eingangs gesagt, durchaus erfreulich, und zwar in den letzten Jahren, die ich überblicken kann. Wir haben mit einer Aufklärungsquote von über 65% im letzten Jahr einen Höchststand erreicht. Wir sind damit erneut eines der sichersten Bundesländer dieser Republik an dritter Stelle, und wir haben den Ansporn, auch weiterhin noch besser zu werden, meine Damen und Herren. Die Kriminalitätsbelastung, ein maßgeblicher Messfaktor für die Kriminalität in einem Land, ist erneut deutlich gesunken, -2% im Vergleich zum Vorjahr. Ich darf feststellen, meine Damen und Herren, die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr. Meine Damen und Herren, Hessen ist ein sicheres Land, und das soll in den kommenden Jahren auch so bleiben. Denn Gutes kann durchaus noch besser werden, keine Frage. Und wie Sie sicher wissen, haben wir seit 2014 immer mehr Polizisten eingestellt, als in den Ruhestand gegangen sind. Die drei großen Stellenpakete führen dazu, dass bereits 2021 über 15.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in unserem Land für Sicherheit sorgen. Das entspricht im Vergleich zum Jahr 2014 einem Stellenplus von 11%. Hessen hat so viele Polizisten wie noch nie, meine Damen und Herren. Und das ist eine richtige Entscheidung. Und um diese Sicherheit zu steigern, wir bleiben nicht stehen, wir sehen die weiteren Bedarfe, werden wir auch 2021 weitere 340 zusätzliche Stellen schaffen, meine Damen und Herren. 250 für neue Anwärter, 40 zusätzliche Stellen für Wachpolizei. Und auch das Fach- und Verwaltungspersonal wird um 50 weitere Stellen verstärkt. Der Personalzuwachs allein wird mit zusätzlich 8 Millionen Euro für 2021 veranschlagt. Und wir steigern auch kontinuierlich, meine Damen und Herren, die Beförderungschancen in der Polizei. 2021 sind rund 400 Stellenhebungen vorgesehen. Das entspricht ungefähr 600 Beförderungsmöglichkeiten. Und damit werden zahlreiche Karriereperspektiven vorgegeben, meine Damen und Herren. Die Frage des Personals ist eine entscheidende, aber es stellt sich damit auch immer gleichzeitig die Frage der Ausstattung. Denn wir müssen natürlich auch diejenigen, die uns schützen, auch besser ausstatten und besser schützen. Und deshalb werden auch im nächsten Jahr 2021 11 Millionen Euro für neue Dienst- und Schutzausstattung bereitgestellt. Mit 1,5 Millionen Euro verbessern wir den Ausstattungsbestand der besonderen Einheiten. Und auch die Fortentwicklung der Analyse- und Auswertungssoftware der hessischen Polizei, unter anderem auch für die Bekämpfung von Cybercrime, wird mit 6,6 Millionen Euro im nächsten Jahr besser ausgestattet. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle selbst, jeder, der sich erst gar nicht radikalisiert oder der aus der Radikalisierung zurück auf den Boden unserer Rechts- und Werteordnung zurückgeführt wird, ist eine Gefahr weniger für unser Land. Und Extremismus und Hass
dem begegnen wir nicht nur mit neuer Technik und konsequentem Handeln und umfangreichen operativen Maßnahmen, sondern auch mit einem breit gefächerten Präventionsangebot. Dieses setzen wir im Haushalt 2021 erneut fort, und zusammen mit den Bundesmitteln stehen hier ungefähr 10 Millionen Euro bereit für diese wichtigen Maßnahmen, allein für das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus 8,6 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, wenn hier die Forderung erhoben wird, dass der rechte Sumpf trockengelegt werden muss, dann darf ich feststellen, nie gab es mehr Mittel, nie gab es mehr Willen und nie mehr Konsequenz. Das ist unsere Politik in Hessen für die Austrocknung des rechten Sumpfes. Und auch für Kinderpornografie und sexuelle Gewalt an Kindern, meine Damen und Herren. Das trifft ja die Seele der Gesellschaft. Gibt es mehr Geld und mehr Instrumente? Denn das gilt es ja mit aller Macht zu bekämpfen. Daher wurde beim Landeskriminalamt eine neue Polizeispezialeinheit aufgestellt. Die Beamten gehen gegen Sexualstraftäter in Hessen vor und unterstützen die weltweite Fahndung gegen Kinderpornografie. Mit zusätzlichen 4 Millionen Euro wird eine neue Forensikplattform bereitgestellt, damit die Strafverfolgung auch technisch besonders unterstützt wird. Die Kommunen, meine Damen und Herren, die Videosicherheitstechnik auf öffentlichen Wegen und Plätzen haben wollen, die werden auch unterstützt, und sie können das modernisieren und bedarfsgerecht anpassen. Dafür stellen wir erneut 2,8 Millionen Euro zur Verfügung. Und wenn hier die Sorge besteht, wir würden an einem Überwachungsstaat arbeiten, dann darf ich feststellen, wir haben diese Videosicherheitstechnik in 19 Städten, in 23 Zonen mit 204 Kameras. Meine Damen und Herren, das sind wichtige Maßnahmen, richtige Maßnahmen für mehr Sicherheit vor Ort. Und ich glaube, da ist jeder Cent mehr auch gut aufgehoben, damit wir dieses wichtige Präventionsinstrument weiter ausbauen können. Meine Damen und Herren, zu dem Bereich der inneren Sicherheit zählen auch immer die Feuerwehren. 69.000 Menschen versehen ein besonderes Ehrenamt. Sie leisten Dienst in unseren freiwilligen Feuerwehren. 2.500 Freiwillige Feuerwehren hat Hessen ungefähr. Dazu kommen die Menschen in den Berufs- und in den Werksfeuerwehren. Die Forderung der Feuerwehren war und ist und bleibt ein wichtiges Anliegen der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Und ich darf feststellen, dass wir mit weiteren Geldern dieses wichtige Ehrenamt und die Ausstattung der Sicherheit vor Ort, des Brandschutzes, die kommunale Aufgabe, massivst fördern. Für neue Fahrzeuge stehen weiterhin 9 Millionen Euro bereit, für Feuerwehrgerätehäuser 10 Millionen Euro. Das Fördervolumen insgesamt für die Feuerwehren, meine Damen und Herren, steigt auf eine nie dagewesene Summe in den nächsten Jahren mit 45 Millionen an. Das ist Kennzeichen unserer Politik. Wir machen Politik für die freiwilligen Feuerwehren in Hessen, meine Damen und Herren. Und das zeigt sich auch, dass wir die Qualität der freiwilligen Feuerwehrleute fördern und intensivieren. Wir machen Nachwuchsarbeit. Kinderfeuerwehren werden unterstützt, aber auch die Bedarfsanpassung bei den Ausbildungskapazitäten in der Landesfeuerwehrschule sind wichtig. So werden deshalb die Aus- und Fortbildungskapazitäten bei dem Brandschutz in Kassel wie auch das Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg mit auskömmlichen Mitteln versehen und natürlich auch mit rund erneuerten modernen Räumlichkeiten. Auch die Ehrenamtsförderung, meine Damen und Herren, wird vom Hessischen Landtag, wird vom Land Hessen unterstützt, wenn Sie diesem Haushalt zustimmen. Denn wir sehen weiterhin 2,4 Millionen Euro vor, damit auf kommunaler Ebene dieses besondere Ehrenamt wertgeschätzt werden kann, und zwar für die Anerkennungsprämie für die langen aktiven Einsatzkräfte. Das ist Landesgeld, was dort verteilt wird, und dafür stehen in diesem besonderen Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes über 2,4 Millionen Euro bereit. Das ist aktive Ehrenamtsförderung made in Hessen, und dafür sind wir sehr dankbar. Und auch im Sportbereich wird nicht gekleckert, da wird geklotzt. Denn auch das Bewilligungsvolumen steigt erneut, was im Sportbereich gefördert wird, auf 36,3 Millionen Euro. Die Fördermittel des Programmes Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten werden weiter mit über 2 Millionen Euro fortgeführt. Und das allseits beliebte Schwimmbadinvestitionsprogramm SWIM zur Förderung und Modernisierung von Hallen und Freibädern wird erneut mit 10 Millionen Euro ausgestattet. Damit können vor Ort zahlreiche Schwimm- und Hallenbäder modernisiert werden und Kindern und Jugendlichen das Schwimmen ermöglicht werden. Kollege Bauer, Sie denken an die Zeit. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und darf feststellen, wir haben mit diesem Haushaltsplanentwurf die richtigen Weichen gestellt für die kommenden Herausforderungen auch im nächsten Jahr. Wir werden uns mit aller Kraft und großem Engagement weiterhin für die Sicherheit in Hessen engagieren. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alexander Bauer.